Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. So, letztes Mal, Perfect Tier, Zoltok als Endgegner, kein Problem. Jetzt Ballistik-Experte. Der meiner Meinung nach auch recht mächtig sein kann. Hängt aber stark von seinen Karten ab. Hängt immer stark von den Karten ab. Naja, der kann einen Schaden schießen, das ist blöd. Aber in dem Fall alles passend. Ja. Nein, das ist schlecht. Oh, er hatte kein Artefakt zum Ziehen. Geil. Dann fange ich doch mal an mit... Electroid. Chargebird. Das ist nächster Zug. Okay, Electroid. Der kann dann, glaube ich, im nächsten Zug sogar angreifen. Ah, der hat auch einen Electroid und noch einen Electroid. Schön. Noch ist es nicht so wichtig. Ja, ich habe auch mehrere. Aber erstmal ein Chargebot. Workerbot. Construct Foreman. Auf Workerbot. Gefährlich, wenn er jetzt auch... Der hat bestimmt noch irgendwas zum Aufspielen. Der hat ein ähnliches Deck wie ich. Aua. Da muss ich aufpassen. Aber, ja, sieht gut aus. So, Electroid. Der Robot. Und Angriff. Da kommt es eigentlich darauf an, wer hat die bessere Qualität. Der Karten. Ich kann jetzt die Electroids blocken. Nice. Dann beschleunigen wir seinen Untergang, indem ich dann. Und du darfst die zwei tappen, die anderen zwei, die Electroids, bleiben zum Blocken und du greifst an. Ist vielleicht eine Überlegung, den auch reinzunehmen. Na, wobei, der ist zu langsam. Und nicht stark genug. Ruby Shad, Workerbot. Letzte Ladung. Und das Ende. Nein, was? Wie? Oh, habe ich mich verzählt? Na gut. Der kann genau 5 blocken und ich kann mit 5 angreifen. Na gut, dann lassen wir es mal. Muss ja nicht sein. Weil der würde dann Electroid und da würde mehr drauf gehen bei mir als bei ihm. Black Scrapper. Gefällt mir nicht. In einem Affinitätsdeck wäre das nicht so gut. Natürlich, um ein bisschen mehr Control reinzubringen, wäre es nützlich. Aber da habe ich mir schon überlegt, vielleicht die Burn-Handschuhe und Burn reinzutun. Dann macht jeder Burn-Spell 3 Schaden statt plus 2. Aber das würde wiederum gegen meinen größten Feind, den Eternal Guardian, auch nicht reichen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Endlich habe ich mal das Richtige
Mana, die richtige Ressource. Rot. Warte mal, hat der jetzt angefangen? Und hat keine Ressource? Oder habe ich angefangen? Your turn? First? Nein? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, das hatte ich schon mal, aber da hat ein Gegner auf 5 runtergemaligend und dann hat er keine Karten gehabt. Mist, falsch schon gespielt. Egal. Nee, der hat Ressourcen, der war gar nicht dran. Ich war zuerst dran. Das Spiel geht irgendwie langsam, aber es ist nicht laggy. Also, Frames sind bei 50. Trotzdem geht das Spiel etwas langsam. Der muss ziemlich lang überlegen gerade. Bis er irgendwas ausführt. Das hatte ich schon mal, das war komisch. Das liegt aber an dem Spiel selbst. Es bringt es so rüber. Oh, jetzt ist es geil. Der wird nicht überleben. Um eine Ressource. Yes. Und tschüss. Hey. Was soll denn das? Dann gleich nochmal. Nun tschüss. Na also, bleibst du weg. Eine Frechheit. Einfach hier im Spiel lassen. Neu spawnen lassen. Das ist seine Fähigkeit. 25%ige Chance, wenn das Spiel verlässt, dass es wiederkommt. In seinem Deck ziemlich mächtig, weil der hat ja massig solche Fähigkeiten. Bring es wieder ins Spiel zurück. Aber auch hier, wenn er das macht, kann das passieren. Geil, was für eine Kombination. Und da der gekommen ist, hey, weg damit. Gefällt mir. Mimiobot. Mach mal den. Das beendet es nämlich im nächsten Zug. Mimiobot. Oh, schade, dass ich den nicht... Ach, den Konstruktformen hätte ich auf die Hexgeode anwenden können. Das hätte sogar den Sieg bedeutet. Ja, das wäre genau ein Schaden mehr, als ich jetzt gemacht habe. Ja, schön. Egal, was du machen kannst, du wirst es nicht aufhalten können. Denn jetzt kommt so ein Electroid ins Spiel. Und du kriegst 2 Schaden. Oh ja, ich glaube, die Tinkersrobe ist ziemlich stark. Mit diesem Deck besonders. Die Traumhand besitzt immer einen Rubin und einen War-Maschinisten. Der Traum ist zur Hälfte erfüllt. Ja. Ja, doch. Der Traum ist wieder erfüllt. Sehr gut. Eine Tunneltruppe. Ja, das ist okay. Kann böse enden, muss aber nicht. Lieber ein bisschen Tempo machen und den Gearsmith einsetzen. Vielleicht kriege ich einen Terrorbot. Oder ein Construction Plan. Ist auch okay. Dann kann ich im nächsten Zug War Machinist und Construction Plan. Der Construction Plan. Aber ich muss aufpassen. Vielleicht spielt er was. Nein, er spielt nichts. Vielleicht kommt es ins. Kommt es raus. Nein, kommt es nicht. Mhm. Ach, das war der mit den mehr Charges. Na gut.
Alles recht einfach hier. Mimiobot, weil es sich einfach nicht anders rentiert. Chargebot. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Und Angriff. Goal, win the game. Die müssten andere Challenges noch einbauen, also nicht nur hier win the game vielleicht. Vernichte die eine Truppe oder schaffe irgendeinen bestimmten Threshold, also gewinne mit unter 5 Leben oder so. Also ein bisschen komplizierter. Das ist das Ende. Weil das Spiel gewinnen mit einer Truppe, die niemals zum Vorschein kommt, ist okay. Eine Ressource im Spiel, das ist gut. Construct Foreman ist auch einer meiner Lieblingsgegner. Ah, 2 Buffs hätte ich gerne gegen den letzten Endboss. Und da habe ich immer noch nicht den einen Boss gesehen, der extrem selten ist, super stark sein soll. Aber dafür, wenn man ihn besiegt, 100.000 Gold geben soll. Zumindest habe ich so rausgelesen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ich würde mich aber freuen. Ah, du lässt uns extra Karten ziehen, oder? Ich mag den Gegner. Extra Karten ziehen ist nie schlecht. So, dann fangen wir doch mal mit einem Mimiobot an. Der darf den Terrorbot kopieren. Der ist besser als der Electroid. Besonders auf längere Sicht gesehen. Karte ziehen! Karte ziehen! Ich habe eine Booby Trap gezogen. Ah. Du Ratte! Ich hatte jetzt schon eine Booby Trap. Wie kann er es wagen? Ich würde gerne Karte ziehen. Auch wenn es Booby-Traps sein können. Ja, stimmt, das war der Boss. Der kann kopieren. Okay, ich sollte den Warhulk vielleicht nicht unbedingt sofort erstellen. Das könnte nach hinten losgehen. Der soll mir erstmal zeigen, ob er vielleicht noch mehr von den Viechern hat. Der ist sogar nicht schlimm. Weil ich kriege relativ schnell meine Karten weg. Gearsmith. Da wäre eine Booby-Trap gekommen. Und ich könnte sie auch auswählen, sie zu nutzen, aber ich möchte lieber ein Chargebot. Die kann man gleich ausspielen. Noch ein Gearsmith. Ach, kann man das ausspielen. Terrorbot kann man ausspielen. Gearsmith. Oh, okay, doch falsch rum. Mimiobot. Ausspielen. Tappen. Angreifen? Oh Gott. Fragezeichen? Shit. Wer sind da am sinnvollsten? Das ändert sich ja nicht. Also ist der am sinnvollsten. Eventuell würde er nämlich wirklich groß werden. Ganz ehrlich, mein Gegner könnte mich besiegen, indem er den Terrorbot übernimmt. Dann habe ich ein Problem. Okay, okay, ist beides okay. Und jetzt sieht es so aus, als hätte ich gewonnen.
Da kann er schwierig was dagegen machen, gegen so viele Flieger. Ach, verflucht, ich will mit allem angreifen. Ich kann mit allem angreifen. Ich sollte mit allem angreifen. Okay. Das ist witzig. Tja, soll mir recht sein. Ich kann für Nachschub sorgen. Und das nicht zu wenig. Life Drain, geil. Was willst du mit deiner mickrigen Hitzewelle gegen diese Macht anrichten? Ich muss zugeben, ich hab den... Er hat eine Booby Trap gezogen. Ich hab den mehr mit den Shinari geliebt, oder mit den Orks. Der nächste mit den Robotern, Eurik der Robomancer. Der ist gefährlich, der darf nicht schnell sein. Sonst... Ja, ich kann seine Workerbots nicht wegmachen. Die Workerbots kann er verwandeln in Warbots und die Warbots in Warhulks, glaube ich. Warhulks, ja. Gut, er muss neu ziehen und ich habe eine super Hand. Hallo, die Hand sieht echt Premium aus. Und muss nochmal ziehen und ich beginne sogar mit 2 Boni. Oh, kriegt einen random Plan. Keep. Ja, klar. Extra Leben und eine Ressource. Extra Leben ist useless, aber die Ressource kann man gut nutzen. Ja, shit. Nein, nicht shit. Ist okay. Hexgeode. Die kann ich sofort ausspielen. Für Rot. Die Construct Formen. Macht daraus gleich mal eine Kreatur. So, Robomancer. Kannst dem was entgegensetzen. Ich bin gespannt. Sieht gut aus. Für mich. So, Mimiobot. Electroid. Noch ein Electroid. Und bringen wir dich erstmal auf das richtige Level von deinem Leben. 20 sollte das Startlevel sein. Okay. Okay. Three or more counter. Habe ich einen Workerbot? Nee. Tja, mein Freund, du bist ein bisschen langsam, kann das sein? Das ist wiederum ganz schlecht, dass du deinen einzigen Workerbot los bist. Nur um einen Schaden zu verhindern. Okay. Das war sehr einfach. Als nächstes kommt der Paladin auf Nagan. Den muss man auch schnell niederknüppeln und dann läuft es auch. Aber das werden wir jetzt beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.